Heute gibt es für dich 5 Tipps, wie du sofort deine Landschaftsbilder verbessern kannst. Und zwar richtig gut. Viel Spaß. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin aktuell auf Madeira auf einer Workshop-Reise. Ich bin hier zusammen mit meinen Teilnehmern unterwegs. Die seht ihr hier alle im Hintergrund fotografieren. Und wir sind schon am Ende der Woche angekommen. Das heißt, meine Teilnehmer haben auch alle schon hoffentlich eine ganze Menge mitgenommen. Und wenden jetzt auch diese 5 Tipps, die ich dir jetzt gleich gebe, natürlich in ihren Fotos an. Fangen wir mal mit dem ersten Tipp an. Der erste Tipp ist eine starke Kompositionssuche und zwar mit führenden Linien, mit der Drittelregel und vieles mehr. Auffällige Sachen in den Vordergrund bringen. Und da schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, was wir hier so für Möglichkeiten haben. Wir sind hier gerade an einem Spot direkt hinter dem Flughafen. Wenn ihr hier nach oben schaut, da ist der Flughafen, da landen irgendwo die Flugzeuge und man kann hier einfach die Treppe runterlaufen und ist direkt an einem richtig coolen Spot. Und zwar hier direkt am Meer. Und wir fotografieren heute so ein bisschen Seascape. Bedeutet, wir wollen natürlich das Wasser, das Meer und auch die Steine, den Felsen im Hintergrund haben. Aber um eine schöne Komposition zu bekommen, brauchen wir nicht nur das, sondern wir brauchen auch mal etwas im Vordergrund. Irgendwas, was Richtung Hauptmotiv fließt, um den Betrachter so ein bisschen im Blick zu leiten. Und da haben wir hier ganz tolle Möglichkeiten. Guckt mal hier unten. Hier haben wir ganz viele Felsen, Steine, kleine Bröckel und die haben natürlich auch alle so eine Spalten hier zum Beispiel, die man super als führende Linie benutzen kann. Jetzt gucken wir einfach mal rüber. Hier zum Beispiel nutzt der Kolja gerade eine Komposition, richtig geil, sieht man jetzt hier vielleicht in der Kamera, im Display. Er nutzt hier 2 führende Linien, die so als Dreieck quasi Richtung dem Hauptmotiv im Hintergrund fließen. Und zusätzlich hat er hier noch eine kleine Spiegelung drin, beziehungsweise eine ganz kleine Pfütze, die auch eine kleine Spiegelung vielleicht am Ende erzeugt, wenn das Ganze dann in den Sonnenuntergang mündet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Zufrieden? Sehr, ja. Sehr gut. Du siehst also, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie man eine schöne Komposition finden kann. Ich würde dir dann auch immer noch empfehlen, dann die 1/3 bzw. 2/3-Regel anzuwenden, bedeutet entweder 1/3 Himmel oder 2/3 Himmel. Und dann kann man natürlich auch noch spielen mit Querformat oder Rohformat. Tipp Nummer 2 sind die Ebenen. Wir können mit Ebenen im Bild spielen und damit eine gewisse Tiefenwirkung erzeugen. Gerade in der Landschaftsfotografie, wenn man weitwinklig fotografiert, bekommt man sehr schnell eine tolle Tiefenwirkung hin. Vor allem dann, wenn man nicht nur einen Hintergrund einbaut, sondern auch gleichzeitig noch einen Vordergrund. Und noch besser, wenn man noch einen Mittelgrund hat und vielleicht sogar noch eine 4. Ebene. All das bewirkt, dass das Bild dreidimensionaler wird und damit den Betrachter mehr in den Bann zieht. Ich zeige euch jetzt auch mal wieder hier für ein Beispiel. Wir sind jetzt mal weiter nach unten gegangen und hier fotografiert zum Beispiel gerade der Adrian richtig gut. Hier im Vordergrund haben wir einmal natürlich ganz im Vordergrund hier die Steine. Dann haben wir eine Ebene weiter dahinter, die führende Linie, wenn hier das Wasser reinkommt. Oh, ihr seht, das ist auch gut mit Wellen verbunden hier. Eine weitere Ebene, die dann als führende Linie auch wieder hier auf das Hauptmotiv führt. Dann haben wir dahinter nochmal eine Ebene aus Felsen und Stein und natürlich dann unseren Hintergrund, wo das Hauptmotiv liegt. Das heißt, wenn wir jetzt sehr weitwinklig fotografieren, hier wird aktuell mit einem 14 mm fotografiert, also sehr, sehr weitwinklig. Bedeutet auch, dass der Vordergrund natürlich sehr groß dargestellt wird, der Hintergrund eher etwas kleiner. Aber dadurch, dass unser Hauptmotiv relativ groß ist im Vergleich zum Vordergrund hier, sieht das Ganze dann am Ende richtig klasse aus. Jetzt können wir uns das Ganze mal ganz kurz angucken. Ich bin jetzt mal so frei und filme jetzt hier einfach mal auf die Kamera drauf und da seht ihr, wie das Bild aussieht. Richtig cool. Starke Komposition. Sehr, sehr gut. Check. Tipp Nummer 3 ist Farben, Farbkontraste. Wie können wir Farben gut einsetzen, um das Bild interessanter zu gestalten? Da sind Farbkontraste zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Stichwort. Zum Beispiel könnte ich verschiedene Farben miteinander kombinieren, die im Farbkreis gegenüber liegen. Die nennt man dann zum Beispiel Komplementärfarben. Ein ganz simples Beispiel, das wird wahrscheinlich jeder von euch schon kennen, ist Blau und Orange. Beziehungsweise man nennt ihn auch Orange and Teal Look. Und das sind 2 Komplementärfarben, die liegen sich im Farbkreis genau gegenüber. Und das bedeutet, dass sie sehr gut miteinander harmonieren. Und warum ich euch das jetzt hier als Beispiel sage? Weil wir genau das hier gerade in dieser Szenerie haben. Wir haben einmal ein sehr, sehr blaues Wasser hier im Vordergrund. Das ist wirklich sehr blau. Auch am Himmel haben wir noch ein bisschen
bläuliche Farben drin und gleichzeitig bekommen wir jetzt hier schöne Orangetöne, einmal hoffentlich gleich durch den Sonnenuntergang. Gleichzeitig sind hier im Vordergrund die Felsen, naja, ich würde jetzt mal sagen braun, aber es geht auch in die richtige Richtung. Und damit bauen wir hier in diesem Bild einen sehr schönen Farbkontrast auf. Natürlich gibt es auch Szenen, wo wir sehr, sehr viele Farben haben. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, ob man alle Farben im Bild haben möchte oder ob man sich auf wenige Farben am Ende reduziert. Und das ist dann auch wieder die Aufgabe des Fotografen, seinen Bildausschnitt so zu wählen, dass die Farben gut miteinander harmonieren. Beziehungsweise eine Kleinigkeit kann man natürlich auch immer noch später dann in Lightroom und Photoshop machen. Nächster Tipp sind Helligkeiten. Denn mit Helligkeiten kann ich den Betrachter in seinem Blick auch natürlich noch mal etwas führen. Ich habe schon über führende Linien gesprochen und bei diesen führenden Linien können wir auch mit Licht oder mit Schatten arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ein Betrachter, so sagt man, guckt immer erstmal in die hellen Bildbereiche und danach in die dunklen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Funktion, dass man eine Vignette in sein Bild einbauen kann. Bedeutet, man dunkelt außen herum die Kanten des Bildes etwas ab. Damit hat man zum Beispiel eine sehr einfache Möglichkeit, wie man den Blick des Betrachters mehr in den Bildmittelpunkt lenken kann. Und wenn ich mir das Ganze jetzt hier nochmal anschaue, dann wirst du dich vielleicht fragen, ja, okay, Stefan, hier im Vordergrund, hier ist es relativ dunkel, das Wasser ist ein bisschen heller, der Himmel ist ein bisschen heller, zumindest da, wo die Sonne vielleicht hier gleich noch zum Vorschein kommt. Und oben wird es durch den Himmel auch wieder etwas dunkler. Das könnte man jetzt in Lightroom dann auch noch ein bisschen abdunkeln. Aber natürlich ist jetzt das Wasser der hellste Punkt hier, beziehungsweise dann vielleicht später auch die Sonne, wenn sie dann irgendwann hier noch rauskommt. Aber ich nutze jetzt die Helligkeit dieses Wassers, gerade wenn man hier noch diesen Schaum bzw. die Wellen hier noch so ein bisschen mit dazu nimmt, die dann besonders hell sind, um damit führende Linien zu generieren, die dann wieder auf das Hauptmotiv gelenkt werden. Das ist etwas dunkler. Aber es geht jetzt auch gar nicht darum, dass das Hauptmotiv unbedingt immer heller sein muss als alles andere in dem Bild, sondern es geht einfach darum, dass wir nach Möglichkeit nicht die Ränder des Bildes komplett weiß haben, während in der Mitte alles dunkel ist. Das wäre kontraproduktiv, sondern wir probieren, die Ränder des Bildes etwas abzudunkeln. Wie zum Beispiel hier im Vordergrund mit diesen Steinen, die schon relativ dunkel sind. Den Himmel, da könnte man zum Beispiel noch mit einem Verlaufsfilter arbeiten. Und von rechts und links könnte ich jetzt theoretisch das Bild auch noch etwas abdunkeln, sodass wir dann hier in der Bildmitte mit den führenden Linien das Wasser zum Beispiel etwas heller haben, was dann auf das Hauptmotiv führt. Und damit kann ich den Betrachter am Ende sehr, sehr gut durch das Bild führen und ihm so ein bisschen vorgeben, wie er das Bild betrachten soll. Und ein Tipp ist auch noch tatsächlich, und das klingt jetzt sehr, sehr banal, die richtigen Kameraeinstellungen. Denn mit ISO, Blende und Verschlusszeit kann man eine ganze Menge in der Wirkung des Bildes erreichen. Gerade jetzt hier, wo wir bewegende Elemente in dem Bild haben, wie zum Beispiel das Wasser, ist es schon sehr wichtig, dass man zum Beispiel eine gute Verschlusszeit wählt. Möchte man das Wasser komplett einfrieren, dann wählt man eine sehr lange Verschlusszeit. Oder möchte man es eher etwas glatter ziehen, dann wählt man eher eine längere Verschlusszeit. Und je nachdem, was für einen Effekt du erzeugen möchtest, ist in dem Fall zum Beispiel die Verschlusszeit sehr, sehr wichtig. Wir sehen jetzt hier bei dem Michael zum Beispiel, der überlegt sich gerade, ob er vielleicht gleich mal einen grauen Verlauffilter hast du gerade in der Hand, hier mal mit dazu packt, um seine Verschlusszeit verlängern zu können, damit dann das Wasser etwas glatter gezogen wird. Jetzt gerade fotografiert er zum Beispiel ohne, damit er einfach am Ende mehrere Fotos halt aus denen er dann auswählen kann. Das ist auch ein Tipp. Ja, schauen wir hier mal direkt drauf. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel mal, wie das Ganze aussieht, direkt mit einem Graufilter. Da ist das Wasser also sehr, sehr glatt gezogen. Auch die Wolken, die sich so ein bisschen bewegen, werden so ein bisschen gezogen. Also ein richtig cooler Effekt. Und das kann man natürlich auch wieder miteinander kombinieren. Wenn der Michael jetzt das nächste Foto ohne so einen Filter macht, dann hat er wieder ein Wasser mit sehr viel Struktur. Und dann kann er sich die besten Szenen aus jedem Foto am Ende raussuchen und das perfekte Ergebnis dann zusammenbasteln in Photoshop. Genau das gleiche ist natürlich auch mit der Blende, denn auch so eine Blende ist natürlich extrem wichtig in der Landschaftsfotografie. Die klassische Landschaftsfotografie, da sagt man ja immer, wenn man eine geschlossene Blende hat, dann bekommt man möglichst viel scharf. Das ist ja auch meine Art der Fotografie, das heißt, ich fotografiere meistens so zwischen Blende 8 und Blende 11. Manchmal kommt sogar noch ein Fokus-Stacking dazu, um das ganze Bild wirklich am Ende komplett scharf zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die eher offenblendig fotografieren wollen, auch das funktioniert natürlich. Aber auch das ist halt ein wichtiger Aspekt in deinem Bild für die Bildgestaltung, um am Ende ein tolles Ergebnis zu bekommen. Hier in dem Fall würde ich jetzt persönlich mit einer geschlossenen Blende fotografieren, vielleicht sogar mit dem Fokus-Stacking arbeiten, weil wir hier sehr nah an dem Vordergrund dran sind und ich trotzdem alles scharf bekommen möchte. Und auch der ISO-Wert ist wichtig, denn
Wenn du zum Beispiel eine bestimmte Verschlusszeit erreichen möchtest und deine Blende auch weit geschlossen sein soll, dann muss man manchmal vielleicht sogar den ISO-Wert noch ein bisschen hochdrehen, um noch die richtige Belichtung zu bekommen. Also, da spielt alles miteinander zusammen. Und deswegen ist das auch mein fünfter Tipp. Tatsächlich, die Kameraeinstellungen sind genauso wichtig. Das waren nur fünf schnelle Tipps, wie ihr eure Landschaftsfotos schnell und effektiv verbessern könnt, beziehungsweise einfach darauf achten und dann werden eure Fotos auch direkt automatisch besser. Das kann ich euch versprechen. Wenn ihr das Ganze ein bisschen ausführlicher haben wollt und vielleicht auch sogar mal eine ganze Woche mit auf Madeira sein wollt, auf den Färöerinseln oder wo auch immer, dann schaut auf meiner Webseite vorbei. Dort gibt es demnächst dann auch neue Termine für 2024. Es wird sehr, sehr viele Fotoreisen geben, auch in den Dolomiten und so weiter. Da bin ich super gespannt drauf, wie ihr das annehmen werdet. Und da würde ich mich einfach freuen, den einen oder anderen von euch kennenzulernen. Und dann diskutieren wir diese fünf Tipps, aber auch vieles mehr, noch sehr viel detaillierter und intensiver. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, denn über 60% aller Zuschauer sind tatsächlich bisher keine Abonnenten und würden so auch das nächste Video nicht mehr mitbekommen. Von daher auf jeden Fall den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Checkt auf jeden Fall auch das Lightroom-System aus. Dort gibt es zum Beispiel die Preset-Toolbox, mit der ihr innerhalb von wenigen Minuten immer ein klasse Bild bearbeiten könnt. Checkt die Lightroom-Formel aus, wo ich euch in 6 Schritten erkläre, wie ihr immer zum perfekten Ergebnis in Lightroom kommt und vieles mehr. Also, wir sehen uns und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.